Hallöchen, meine Gänsekätzchen, und willkommen zu einer weiteren Folge von The Song of the Prairie. In der letzten Folge sind wir hier zu bei Backhills gewesen und wir sind immer noch nicht mit der Erkundung fertig und wir sollen aber einen Gärtner suchen. Ob wir den finden, ist wieder die zweite Sache. Ein Laubhaufen. Aber wir sind hier, kann ich hier rein? Nö. Das ist schade. Die müssen wir bestimmt reparieren. Bademantel. Also F. Zugang nur nach Reparatur. So, was ist denn der Golden Ranch? Keine Ahnung. Im Übrigen hier sind wieder kleine süße Schweinchen. Kann ich dich streicheln? Aufheben. Manchmal triffst du auf wilde Tiere auf dem Feld. Die kannst du mit der Erdrüstung, um das Tier aufzuheben. Auf dem Bauernhof genug Platz hast, kannst du das Tier in dieses Gespräch nur drücke. Okay. Dauert nur einen kleinen Augenblick. Ich geh mal. So. Tschüss. Ich dachte, du musst das so fangen. Futtermittel. Wo kriege ich denn das Futter her? Ich glaube, ich weiß schon wo. Wo ist denn die Golden Ranch nochmal? Wo ist denn die Map? Hier. Abbys Hütte. Weizen, Gugus, die Golden Ranch. Gartenmesse. Ich gehe mal davon aus. Wir müssen sowieso noch. Du kannst ja diese Samen. Tierfutter, genau. Oh, das schaffe ich aber jetzt nicht mehr. Muss das Schwein jetzt erstmal hungern. Dann machen wir es morgen. Komm, mach hin. Gut, und jemand schickt mir noch einen Brief. Das ist ein Schwein. Ich hier. Lieber Schatz, ich möchte dich daran erinnern, du kannst mir bei Fischerei auf den bla bla bla, okay. Wes hast du? Ach so, das ist die. Ja, okay. Und du? Dich kenne ich gar nicht. Ach. Gerne heute in der Goldene, damit wir uns kennenlernen können. Das habe ich ja auch vor. Ich brauche nämlich Futter für mein Dings. Aber bevor wir das machen. Ich laufe hier mitten in der Walachei herum. Aber hier ist was. Hier ist die Vogelfoliere. Also muss hier die Ranch sein, hier. Hey du Typ! Ah! Also gut, kleine Nummer 13, du bist als nächster dran. Du klingst glücklich, ich schätze, du kannst es nicht erwarten, meine Musik zu hören. Dann werde ich, warte, ich habe etwas Besonderes gerochen. Es kann kein Fehler sein, der Geruch muss. Hey! Wie ich erwartet habe, ist das der Geruch eines angesehenen Kunden. Wieso lächelst du nun so und gerade wie ein Grinch? Oh je, meine Nase lässt mich nie im Stich. Liebe Kundin, du hast eine außergewöhnliche Aura bei dir. Kein Wunder, dass meine Kuh Nummer 1 heute Morgen eine Flasche mit süßer Bärenmilch produziert hat. Dies muss ein von Himmel inspirierter Akt sein, um sie, meine lieben Kunden, willkommen zu heißen. Lieber Kunde, das ist eine sehr seltene Art von Milch, aber um unsere Bekanntschaft zu feiern, bin ich bereit, sie an sie abzugeben. Wie wäre es damit, für nur 500 Golds verkaufe ich sie dir?
Ich habe aber keinen Platz für die Kuh. Wo soll ich ihn denn hinpacken? Ich stelle mich jetzt mal. Ha? Ach, Sie sind ein Bauer, den Hart erwähnt hat. Er hat mich ausdrücklich gebeten, mich gut um Sie zu kümmern. Wie wäre es damit? Ich bin bereit, ein weiteres Zugeständnis zu machen. Ich verkaufe dir diese Flasche Milch zum Preis von nur 499 Gold. Nein, danke. Oh. Wie schade, lieber Kunde. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie zu mir auf der Ranch zurückkommen. Sehr geehrter Kunde, jede Begegnung mit ihm ist vorbestimmt. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um unser Verständnis füreinander zu vertiefen. Mein Name ist Rod. Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann. Ich betreibe nicht nur diese Golden Ranch, sondern verkaufe auch einige besondere Produkte auf dem Wochenmarkt. Wenn du Interesse hast, kannst du am Samstag und Sonntag kommen, um es dir anzusehen. Ich bin bereit, einer besonderen Person einen Sonderpreis zu gewähren. Aber wie kann ich bei dir... Warte mal. Komm. Hallo. Hör mal mit dir. Was haben wir denn hier schönes? Ein schläfriges Schwein? Futter kaufen. Sleepy Pig. Bubble Cow und Mutant Schaf. Okay. Gehackter Rettich, das Lieblingsfutter. Also hätte ich auch Dings nehmen können. Gut. Das hier. Aber ich brauche doch noch was anderes. Wer ist das hier? Nee, das ist die nicht. Wo ist denn die Gärtnerin? Theoretischerweise muss sie ja im Garten sein, oder? Ist das da? Nee, das ist die Schmiede. Ja, würde schon sagen, das ist die nicht. Gärtnerin im Garten. Wo war denn der jetzt nochmal? Ich bin vorhin da vorbeigelatscht, also gestern, wo ich das Schwein abgeliefert habe. Wo ist denn der? Muss er hier irgendwo sein? Hier ist er. Ist er das hier nicht? Hallo. Sei gegrüßt, Lori. Du bist ein bisschen früher gekommen als ich. Woher kennst du denn meinen Namen? Mein Name ist Amy. Ich bin der Gärtner dieser Stadt, ein gewöhnlicher Blumenverkäufer. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Seher in der Zukunft. Ich habe deinen Namen aus der Zukunft erfahren und ich wusste, dass wir uns heute treffen würden. Ob du mir nun glaubst oder nicht, das Schicksal wird es so nehmen, wie es kommt, denn das Schicksal ist unausweichlich. Wenigstens hat es bisher niemand geschafft, dem Schicksal zu trotzen. Ich sehe die Zukunft in meinen Träumen. Je näher die Zukunft ist, desto deutlicher kann ich sie sehen, als ob ich wirklich dort wäre. Aber das ist bei deiner Zukunft nicht der Fall. Selbst die Zukunft, die du gestern gesehen hast, war verschwommen, als ob sie jederzeit verschwinden könnte. Du bist das erste Mal, dass ich in dieser Situation lebe, seit ich meine Fähigkeit erlangt habe. Aber wir haben uns trotzdem hier getroffen. Vielleicht bin ich ja denn... Ich will sie nicht ermutigen, aber das Schicksal kann man nicht so einfach ändern. Entschuldigung, ich sollte nicht darüber reden. Lass uns das Thema wechseln. Du scheinst die Macht zu haben, die Türen zu den Herzen der Menschen zu öffnen. In der Zukunft, die ich gesehen habe, gibt es eine Person in der Stadt, die im Begriff ist, ihr Herz für dich zu öffnen. Du solltest versuchen, diese Person zu finden. Möge die Göttin sie segnen. Wer ist das? Was? Wenn, nachdem die Gunst deines bestimmten Charakters einen bestimmten Wert erreicht, kannst du mit R, um die inneren Werte des Charakters zu betreten? Was? Wo ist sie? Ich soll die jetzt mal... Das mache ich jetzt. Ich will... Nee, du bist das nicht. Oh, wie sie sich umgeswitcht hat. Wo ist denn die? Die ist doch meistens... Die hängt doch meistens immer bei der Gilde rum. Wo ist sie? Da ist er. So. Die innere Welt.
In der inneren Welt kannst du eine Vielzahl von Interaktionen mit den verschiedenen Charakteren durchführen, einzig beobachten, erwerben und Themen. Durch diese Interaktionen kannst du die Möglichkeit, die verborgenen was? Geheimnisse der Charaktere zu erforschen, okay. Wenn der Cursor ändert, kannst du klicken, um mit einer Figur zu interagieren. Aber wenn das rote Ausrufezeichen scheint, könnte deine Interaktion die Figur interagieren. Im Ankaufsmodus kannst du versuchen, einige der Gegenstände der Figur, mit der du interagierst, zu erwerben. Auf jeden Fall gegen dich. Wenn Stufe 100 erreicht, ist das bestimmt vorbei, ne? Was soll ich denn machen? Gepflegt ist er, okay. Doch, mit deinen Haaren ist alles in Ordnung. Verjähriges. Ich möchte ihn wirklich anfassen. Was kann ich denn noch machen? Wir sprechen mal über die Vergangenheit. Eigentlich war meine Vergangenheit nichts Besonderes. Ich bin in dieser kleinen Stadt aufgewachsen. In dieser Stadt lebten früher viele Menschen. Alle liebten die Stadt und lebten jeden Tag glücklich und zufrieden. Oh je, wir haben über mich geredet, aber ich konnte nicht anders, als die Stadt wieder zu erwähnen. Das ist doch nicht das, was du hören wolltest, oder? Ich kann es nicht ändern. Immerhin bin ich die Sekretärin dieser Stadt. Ach, warum nicht? Okay, sie scheint nicht mehr... Was ist das? Erwerben? Kann ich wieder machen. Okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, was es war. Bitte platzieren Sie auf einen Stuhl auf dem Bauernhof. Habe ich das nicht schon getan? Hallo, Pauline. Nee, innere Welt will ich nicht. Ich will da. Hast du irgendwas für mich? Einen Stuhl oder sowas? Ja, hier. Jo, 1000 Mücken, Junge. Ist dein Gold getunkt worden oder was? Vergiss es. C. Ich habe ihn zwar schon hier eingesetzt, aber... So, wo geht's auch? Bitte... Bitte erhöhen Sie, ja, gut, mache ich irgendwann, jetzt aber noch nicht. Was ist mit dem Rettich hier los? Warum zittert der so? Hat er Angst vor mir oder was? Hat sich beinahe. Sah beinahe so aus. So. Ist das hier? Ach so. Gut, Piggy Express haben wir aktiviert. Da können wir schneller dorthin. Kann ich das mit dem Backhill auch machen? Gibt es da überhaupt eine Station? Glaube ja, ne? Nee, gibt's nicht. Hier gibt's eine Bergbaustation. Das ist die nächstgelegene, ne? Jin Villa Station. Mann, ist das hier. Sie hat auch eine Mission. Dann gucken wir mal, was sie für eine Hauptmission hat. Haben Sie einen freundlichen Freund? Wieso soll ich einen feindlichen Freund haben? Naja, gut. Ach, immer diese Ausdauerbalken. Hopp. Immer mal zur Hauptmission. Hier ist aber auch eine. Was ist das für eine? Er hier. Oder sie. Ich weiß nicht, ich kann das. Was machst denn du da? Naja. Was hast denn du überhaupt? Ein Guru. Du möchtest, dass du ihm hilfst, ein großes Ei unter dem Baum in einer Foyere zu legen. Das heißt, sie sammeln. Hey! Oh,
Oh, jetzt habe ich das für Frau Becky Sinne. Ah. Okay. Also, ein paar Eier. Okay, und was erzählen hier? Bestimmt das mit dem Weizen, ne? Ein bisschen was habe ich da, aber bestimmt nicht viel. Warte mal, ich nehme mal kurz das Ei. Soll ich das jetzt ihnen wiederbringen, oder? Warte mal, was steht denn bei der Mission drin? Ein gesundes Ei. Du möchtest, dass du ihm... Okay, und das haben wir jetzt und jetzt muss ich zu ihnen wieder, oder was? Was hat sie denn überhaupt? Gu. Gu, hallo Gu. Was haben sie denn? Weizen, 20. Ja, das kriege ich hin. Gu? Gu. 20 Einheiten Weizen. Naja gut, da muss ich ein bisschen hasseln, aber das geht schon. Wo ist denn der? Wo war denn der jetzt eben? Hier, oder? Wo war denn nochmal Gu? Sie? Ist das hier? Boah, das ist halt ein Frachtschwein. Ich kann da drauf drücken, es funktioniert nicht. Hier ist noch eins, das kann man noch aktivieren. Oder auch nicht. Das ist hier hinten bei der Farm, muss ich mal gucken. Aber ich suche erstmal eigentlich, wo ist der? Eben hatte ich den doch. Nee, der war hier. Der war nicht hier, der war, glaube ich. Hier hinten, ne? Hier hinten bei der Farm war. Erstmal. Aber es steht nicht drauf. So, ich habe deine Aufgabe hier. So, bitteschön. ...2999, das ist schon mal schön. Was ist das denn jetzt hier? Ein Geschäftsmann, okay. Brief von Amy, wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Okay. Schmetterlingsblumen können mit Hilfe eines Basteltisches hergestellt werden. Wenn du Schmetterlingsblumen auf dem Blumenfeld der Farm legst, können sich die Blumen der gleichen Art um die Linke kreuzen. Also so wie Animal Crossing. Hä? Mann, ich kenne so viele Spiele. Wallis? Blut, okay, und Freya. Wer ist das? Achso, die Bibliothek. Wie man. Was? Wie man datiert. Das soll bestimmt dated heißen. Datieren weiß ich, wie das halt geht. Hoffe ich, glaube ich. Während des Dates. Mhm. Ich will aber jetzt nicht daten. Ich habe andere Sachen zu tun. Was wollte ich denn? Ich wollte Holz hacken und Stein. Was macht der? Naja. Das weiß er selber nicht, ja. Gut, so. Da können wir hier hinten schon mal hin. Also ich glaube, die Schnellreise... Was heißt hier Tee? Hi! Hi! Okay, das heißt Tee. Die Ware von... die Ware wurde aktualisiert, okay. Weil ich Hi gerufen habe, oder was? Komm, wir grüßen sie mal. Hallo. Wer auch immer das ist alles hier. Hi. Haben die Namen, oder? Willi, Linda, Lin Jung. Was haben wir hier noch? Wer bist du? Hella. Das Hella Wasser ist auch hier, okay. Und was hast du hier? Was? Hexen. Ich will ihn doch nicht häckseln, der arme Kerl.
Walid hat doch nichts getan. Hier ist Abby oder Amy oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wie die mal alle heißen hier. Die hat die Teleporter-Fähigkeit. Sie hat sie zwar noch nicht so bestimmt so perfektioniert wie Unschua in My Time at Sandrock, aber immerhin kann ich die auch reparieren. Nicht mehr in Betrieb zu sein. Hey, ein bisschen mal aufräumen, Junge. Hier sieht's ja aus wie Dotten. Ups. Oh, jetzt wird mein Schwein freilauf. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wusste aber auch gar nicht, dass wir die Zäune hier kaputt machen können. Hey, Maud. Ah! Ich bin nur hier, um mich auf den Hof umzusehen. Das ist meine Gewohnheit. Gibt es etwas Sehenswertes? Es sieht nicht mehr gut aus. In der Vergangenheit lebten noch andere Leute auf der Farm. Betty, Onkel Bismann, die Jamie-Schwestern, die Harrisons und Christy. Sie sind alle von hier weggegangen und haben nur leere Häuser zurückgelassen. Ich frage mich oft, ob sie eines Tages zurückkommen werden. Wenn ich frei habe, komme ich auf den Hof und sehe mich um. Oh, ja. Ich erinnere mich, dass Onkel Bismann einen Basteltisch hatte. Er benutzte ihn, um Gegenstände wie Zäune und Straßenlaternen zur Dekoration dieser Farm zu basteln. Vielleicht ist dieser Tisch noch im Haus. Ich meine, gehen wir hin und sehen nach. Ich hab einen. Es ist immer noch da, wie erwartet. Lass es uns zuerst in die Sonne schieben. Es scheint, dass er immer noch benutzt werden kann. Wir müssen nur den Staub von ihm abwischen. Ich meine, Lori, dieser Basteltisch ist eine Hinterlassenschaft des Hofes. Ich denke, ich überlasse das ihnen. Immerhin bist du jetzt der Besitzer des Hofes. Ich hab doch schon eine Werkbank. Was soll ich mit zig Dingern? Was ist das denn jetzt hier? Mhm. Wo war denn die nochmal? Hier hinten. Ach ja, bei der war ich noch gar nicht. Hm? Wie hoch ist die Provision? Hallo? Newcomers, Sie haben nichts mit mir zu tun. Wenn ich keinen Auftrag habe, etwas zu schmieden, könnt ihr jetzt gehen. Sakona. Was bist denn du für eine? Wer ist das? Wanderer. Ist das nicht... Moment, das ist doch dieser komische Angler-Typ, der da die ganze Zeit dort vorne schild am Teich. Hey, du! Wer hat dir erlaubt, die Schmiede zu betreten? Sieht so aus, als hätte dich die Göttin auch rausgeschmissen, oder? Ich habe dich noch nie gesehen. Du bist wahrscheinlich kein Mitglied des Goddess-Support-Clubs. Gemäß dem Verfahren muss man zuerst Mitglied im Goddess-Support-Club werden und dann in der Schlange warten, bis man an der Reihe ist, mit der Göttin zu sprechen. Da die Göttin es nicht mag, wenn sie von anderen gestört wird, können in der Regel nur wenige Menschen pro Monat mit der Göttin sprechen. Dann wurden die gestandenen Geschenke und Liebesbriefe in die Kochstation geworfen und die Beichteten wurden von der Göttin vertrieben. Das ist sehr dramatisch. Naja, schließlich ist sie ja nicht die unerreichbare Göttin. Eine solche Gleichgültigkeit, eine solche Unnahbarkeit und eine solche Schönheit kann nur den Titel einer Göttin würdig sein. Als ich sie das erste Mal sah, verliebte ich mich in sie, so wie sie ist. Ich konnte sie nicht einmal nach ihrem Namen fragen, bevor ich rausgeschmissen wurde. Ich kannte ihren Namen nicht, bis ich Gottes Support Club, bla bla bla. Und der Goddess Support Club ist voll von Leuten wie mir. Ich denke, du könntest einer von uns sein. Du könntest auch zuerst den Göttinnen Unterstützungsclub beitreten, angefangen damit, dass du den Namen der Göttin kennst. Was sagst du da? Das ist unmöglich. Du kennst doch den Namen der Göttin. Könnte es sein, dass die Göttin euch begünstigt hat? Das ist unmöglich. Tschüss. Sprech mit Sakona, um sie mit der Herstellung neuer Werkzeuge, solange die Schmiede geöffnet ist. Ihr könnt jedoch nur dann fortschrittliche Werkzeuge haben, wenn ihr die... Ja, ja, na, okay. Warte mal, wir sollen mit Poya sprechen. Können ebenfalls... Okay. Also wir könnten ja erstmal husten.
Wo ist denn jetzt die Kackmiede? Hier. Die Schmiede? Kann ich jetzt mit dir sprechen? Nee. Ich kann mit ihr nichts machen. Also muss ich Por bestimmt erst dann. Aber ich habe da eben da hinten was gesehen. Da. Die aktivieren wir mal gleich, weil wir hier schon einmal da sind. Und da sind noch welche. Stimmt, im Krankenhaus war man noch nicht, aber das aktivieren wir ja auch mal gleich noch. Quatschen auch schnell mit denen hier. Du hast also das Mädchen aus der Nachbarstadt hierher eingeladen, um alles, was du zu ihr zu essen ist eine Schüssel mit Nudeln und klarer Brühe? Hm. Ich teile meinem Lieblingsessen mit dir, was der Beweis dafür ist, dass sich unsere Beziehung von einer Arzt-Patienten-Beziehung zu einer Freundschaft entwickelt hat. Aber warum war sie so verärgert? Wenn ich sie wäre, könnte ich die Dummheit meines Bruders auch nicht ertragen. Du verstehst das Herz eines Mädchens überhaupt nicht. Wie kannst du mit einem Mädchen ins Restaurant gehen und nur Nudeln mit klarer Brühe essen? Du solltest mindestens 2 in 1 Zehnlöffel scharfe Soße. Solange es scharfe Paprika gibt, ist es egal, was du isst. Es wird sehr lecker sein. Hallo? Warte, da kommt jemand. Das ist ein Gesicht, das ich noch nie gesehen habe. Könnte es denn Neuankömmling auf den Hof sein? Ist doch egal, wer es ist, Bruder. Lass dir von ihm sagen, wie schlimm es ist, Leute ohne Peperoni zum Essen einzuladen. Mm. Egal was, es ist ungesund, so zu essen, aber ich möchte trotzdem deine Meinung hören. Es geht nichts über scharfe Paprika. Ist das nicht die wichtigste Frage? Natürlich, das ist nicht mein Problem. Zu klaren Nudeln in Brühe kann niemand Nein sagen. Seit Sie hier im Krankenhaus sind, fühlen Sie sich unwohl. Ich bin der Arzt der Stadt. Normalerweise nennen mich alle nur Huan. Sie können sich bei der Gesundheitsvorsorge auf mich verlassen. Ich bin Huans jüngere Schwester Liv. Ich bin auch die Krankenschwester in diesem Krankenhaus. Es ist meine Pflicht, mich im Namen meines Bruders um jeden Patienten zu kümmern. Wenn Sie sich krank fühlen, kommen Sie unbedingt zu uns. Warten Sie nicht, bis Sie ohnmächtig werden und hierher getragen werden müssen. Liv hates this. Er hasst es, wenn Menschen krank werden. Gut, Hammer. Aber ich sehe noch eine Piggy-Station hier hinten und die werden wir gleich mal aktivieren. Dann haben wir alle in der Stadt aktiviert. Gut. Und dann haben wir eigentlich so gut wie alle, wenn ich mich nicht irre. Gut. Zeit ist Geld. Ja, ich bin mal dahin. Das macht bestimmt schon was aus. Ja. Was ist denn das hier? Hinweis. Die Straße ist mit Stein blockiert. Einwohner, die außerhalb der Stadt oder in die zweite Heimat fahren wollen, sollten geduldig sein und auf die Freigabe warten. Also geht's dann da noch weiter. Was ist das hier? Was ist das? Richard. Er hält mich nicht auf, also kann ich rein. Hm. Also, wenn ich jetzt ein dreckiger Hund wäre, könnte ich jetzt einfach hier alles ernten und verscherbeln. Das war ja aber nicht, ich bin kein dreckiger Hund. Wo ist denn der? Der braucht für das kleine Bumsstück braucht er jetzt. Braucht er das komische Frachtschwein? Was ist das denn für einer? Was ist denn jetzt los? Oh je, willkommen! Ich habe eine tolle Neuigkeit für Sie. Sie sind soeben der
2333. neue Kunde geworden, der unser Geschäft besucht. Bin ich denn nicht schon längst auf der... Lieber Kunde, hier ist etwas, das Sie nicht wissen. Die Gold Ranch ist nur ein kleines Grundstück von mir. An den Wochenenden schlüpfe ich Rod in eine andere Rolle und verkaufe Überraschungen in meinem Mystery Shop. Gerade noch rechtzeitig können Sie jetzt einen Blick auf meine beliebigen Produkte in unserem Laden werfen, die geheimnisvolle Geschenkebox. Und jeden Kunden zu überraschen, habe ich in jeder Geschenkebox ein sorgfältiges, ausgewähltes Premium-Produkt gelegt, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert. Oh. Oh je, apropos, das letzte Mal hat ein Gast einen Diamanten aus der Geschenkbox bekommen. Aber das hat mir wirklich das Herz schwer gemacht. Sie lügen mich doch nicht an, oder? Oh je, lieber Kunde, Ehrlichkeit ist die Grundlage des Geschäftslebens. Nur Produkte, die von Aufrichtigkeit geprägt sind, können die Herzen der Kunden gewinnen. Aber das Glück ist wie die Richtung des Windes. Sie ändert sich schnell. Nicht jeder Kunde hat das Glück, eine angenehme Überraschung zu erleben. Aber ich, Rod, glaube, dass ein Glückspilz wie du, der Gast, durchaus in der Lage sein wird, die Überraschungen zu ernten. Lieber Kunde, wenn Sie Ihr Glück versuchen wollen, besuchen Sie Rods Mystery Shop. Okay, komm, dann gehen wir mal hin. Hey! Der Mystery Land, was haben wir denn? Eine Mystery Box. Na ja, gut. Kaufen wir mal eine. Was haben wir? Holz. Naja, gut. Ich hoffe, das Grundstück gehört mir noch hier. Denn ich weiß es nicht. Ah, die sind Zäune, also gehe ich davon aus, dass sie mir gehören. Alter, schmeiß das Holz gleich noch nach Timbuktu. Räumen wir mal ein bisschen in den Wald auf hier, weil er sieht ja aus wie bei Ottendunden hier. So. Also ich glaube, ich habe jetzt momentan genug Holz. Was ist das denn hier überhaupt? Ein Opfer. Ach so, okay. Hopp. Hier könnte ich theoretischerweise auch schon was reinmachen, ne? Ich werde sehen. Ich sag auch jetzt erstmal Ciao und Miau und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Song of the Prairie. Ciao, ciao.